Jetzt, Digga. Fokus gar. Okay. Cringe. Heute hauen wir wieder unser Big Brain raus, denn wir machen Flaggenraten Medium. Der erste war ja, Digga, da habe ich alles richtig geraten, aber jetzt sollte es schon ein bisschen schwerer werden. Da steht irgendwas. Das ist auf jeden Fall arabische Schrift. Dubai? Vielleicht Dubai? Ägypten. Ich weiß keine Flagge davon, Digga. Ich weiß einfach gar keine, Digga. Honduras, Junge. Weiß ich nicht. Das sieht aus wie England-Frankreich-Mix, Mann. Was ist das? Frankland oder was? I don't know, man. Dominikanische Republik. Oh, okay. Hier haben wir wieder drei Farben. Rot, Weiß, Grün. Es kann nicht Italien oder so sein, weil das war schon bei Easy drinne. Habe ich jetzt gelernt. Das muss hier Vatikan sein oder so. Komm schon. Schieb nicht. Bitte, eine richtig. Ungarn, Digga, Ungarn. Chips funny frisch ungarisch, Digga. Keine Ahnung. Wie heißt der Typ? Aquaman? Aquaman Land? Barbados. Der Name sagt mir nicht mal was. Puh, okay, okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Luxemburg. Oh, okay. Hier haben wir Türkei-Flagge, aber ein bisschen anders. Also nicht Türkei-Flagge, ein bisschen anders, aber halt ein Mond mit Stern und Rot. Aber es ist halt auch weiß. Mit drin. Keine Ahnung. Ich will auch nicht in den Chat gucken, weil alle die ganze Zeit spoilern. Tunesien? Okay, wusste ich gar nicht. Okay, das ist jetzt, das ist so Iran oder sowas. Iran, komm. Nein, nicht Iran, oder? Aber so in die Richtung. Vielleicht Iran, ja, irgendwie so. Ja! Oh shit, ich habe eine Flagge richtig, Digga. Auf geht's, nur noch zwei. Libertas. Libertas heißt doch auf Französisch, Liberty heißt doch Freiheit, ne? Drei Türme und Freiheit. Herr der Ringe. Aber ich weiß, dass Liberty, Libertar oder was weiß ich, heißt irgendwie Freiheit. San Marino. Sagt mir auch so nicht wirklich was. Puh. Keine Ahnung, das sieht aus wie diese Dinger, die man auseinanderreißen kann, wenn man ein Paket von Amazon kriegt. I don't know. Katar. Okay. Der Name ist aber geil. Zwei fucking Farben. Bitte, André. Auch Kasachstan? So Russland, Kasachstan, die Richtung? Wenigstens die Richtung, André, Digga. Wenigstens die Richtung. Ukraine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich bin anders lost heute. Okay, Amerika, Amerika mit Dings. Malaysia. Irgendwas Asiatisches. Irgendwas Asiatisches wieder. Weil der Drache des Todes, Freunde. Bhutan. Sagt mir auch so nichts. Ist es vom Botanischen Garten? Vielleicht, keine Ahnung. Nigeria. Okay, wusste ich nicht. Keine Ahnung. Das weiß ich. Das weiß ich. André, streng dich an, Digga. Du weißt das, was das ist. Bitte, einmal in dein Gehirn reinsehen und kurz nachdenken. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Irgendwie, guck mal, wenn man das Blaue und das Rote nimmt, wäre das Ukraine. Wenn noch was Rotes da, wenn man das Blaue und das Gelbe nimmt, wäre es Ukraine. Wenn man das Rote dazu rechnet, keine Ahnung, irgendwas Russisches vielleicht? Rumänien. Ja gut, wenigstens wusste ich das. Sieht cool aus. Aber I don't know, man. I don't know. Nordmazedonien. Jetzt haben wir Rumänien in andersherum mit Sterne. Aber sagt mir Schwanz. Venezuela. Venezuela. Puh, Digga. Okay. Ich,
denke mal, irgendwas, weiß ich nicht. Sri Lanka. Digga, woher soll man das wissen? Habe ich alle Flaggen gesammelt zu Hause oder was? Das sieht aus, dazu hätte ich jetzt Kuba gesagt, aber Kuba war schon. Das sieht aus wie Kuba. Chile. Aber so die Richtung. I don't know, man. I don't know. Irgendwas Asiatisches wieder. Doch nicht. Tschechien. Bitte. 2-0. Was los? Keine Ahnung. Eine Flagge muss ich noch haben, dann habe ich gewonnen. Bulgarien. Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Dazu hätte ich auch Kuba gesagt. Vielleicht Nordkorea? Nein, nicht Nordkorea. Kamerun, Digga. I don't know, man. Junge, was ist das für eine Flagge? Die hat noch... Ja, Digga. I don't know. Wirklich. Keine Ahnung. Panama. Boah, Panama ist irre. Okay, rot-weiß mit Mond und 5 Sternen. Sagt mir gar nichts. Singapur, okay. Irgendwas Nordisches. Weil das soll wahrscheinlich Wasser und ein Schiff sein. Dementsprechend, also so Norwegen, Island und so ist es nicht. Vielleicht, keine Ahnung, ich stoppe eh immer schon. Ich darf gar nicht stoppen. Eigentlich muss ich das in 3 Sekunden wissen. Slowenien. Ja gut, Slowenien ist ja auch so Küstengebiet oder eismäßig so kalt einfach. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Thailand. Jetzt kommen aber auch einfachere dazu, die man wissen kann. Irak? Nein, das ist nicht Irak. Aber auch irgendwas so in die Richtung. Algerien. Junge, dieser Mond mit dem Stern bringt mich immer todesdurcheinander. Weiß ich nicht. Indonesien. Scheiße, ich habe nur noch 9 Flaggen. Madeira. Ich rate jetzt einfach. Das sieht aus wie Madeira. Kosovo. Weiß ich nicht. Trinidad und Tobago. Okay. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, dass wahrscheinlich jede Flagge, die so rot-weiß ist, von demselben Menschen erobert wurde irgendwie oder so, ne? Im Krieg. Malta. Oh, Malta Ehrengebiet, Freunde. Sieht mega geil aus. Ich habe absolut keine Ahnung, was das sein kann. Really, I don't know. Papua New Guinea. Portugal. Ist das meine Nummer 3, Freunde? Ist das meine Nummer 3? Weiß ich nicht. Denn ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Kolumbien. Digga, irgend so ein indianisches Dings. Vielleicht ist es die Flagge von den Indianern. Eswatini. Klingt so. Palästina. Palästina, Irak. Irgendwie sowas. Irak. Ja gut, ich habe erstmal Palästina gesagt. Palästina, Saudi-Arabien, Syrien. 3 von 50 richtig, fast alle geschafft. Ich bin's auch, Digga. The Big Brain Boy. Wenn euch das Ganze gefallen hat, es war ultra cringe, aber auch todesschwer. Natürlich alle in den Kommentaren. Hä, ich hätte alle gewusst, wisst ihr nicht. Halt die Schnauze, wir sehen uns morgen. Ciao.